Die Panzerschlacht bei Dubno, Lusk und Brody. Am Morgen des 22. Juni 1941 wurde das Unternehmen Barbarossa von der deutschen 6. Armee mit dem Angriff der zugeteilten Panzergruppe 1 unter Ewald von Kleist über den Bug eingeleitet. Die Gegenwehr der sowjetischen 5. Armee unter General Protopopow erwies sich am ersten Tag schwächer als erwartet. Den Flussübergang im Raum Sokal hatte bereits das 55. Armeekorps mit der 57. Infanteriedivision erkämpft. Das 48. motorisierte Armeekorps des Generals Werner Kempf mit der 11. Panzerdivision, der 16. motorisierten Infanteriedivision und der später nachfolgenden 16. Panzerdivision bildeten die Spitze des deutschen Angriffes. Nördlich davon stießen die Truppen des 3. motorisierten Armeekorps unter Eberhard von Mackensen und des 29. Armeekorps des Generals der Infanterie Hans von Obstfelder in Richtung Lutsk vor. Das 14. motorisierte Armeekorps verblieb als Armeereserve noch im Hinterland. Der überlegene deutsche Panzervorstoß erfolgte zwischen Sokal und Wladimir-Wolinsk und drang zwischen dem sowjetischen 15. und 27. Schützenkorps rasch nach Wolhynin ein, dahinter folgte zügig die Infanterie der 6. Armee nach. Am Abend des ersten Tages rückten deutsche Truppen zwischen 15 und 25 Kilometer tief in das sowjetische Territorium vor. Rechts von der 6. Armee rückte gleichzeitig die Masse der deutschen 17. Armee mit dem 49. Gebirgskorps und dem 4. Armeekorps gegenüber der sowjetischen 6. Armee zwischen dem Sanne-Abschnitt und Rawa-Ruska auf Lemberg, der Hauptstadt Galiziens, vor. An der Grenze westlich Wladimir-Wolinsk stand gegenüber der deutschen 13. und 14. Panzerdivision des 3. motorisierten Armeekorps zunächst nur die sowjetische 87. und 135. Schützendivision sowie die 41. Panzerdivision. Die Masse des 22. mechanisierten Korps stand mit der 19. Panzer- und der 215. motorisierten Division noch am Raum Rono, 140 Kilometer von der Grenze entfernt. An der Spitze des 48. motorisierten Armeekorps geriet die 11. Panzerdivision von Generalmajor Krüwel bei Radekiew am 23. Juni in ein erstes Panzergefecht. Teile von Generalmajor Ogutzows 10. Panzerdivision wurden bei Radekiew überrascht. 20 BT-7 und 6 T-34 Panzer wurden zurückgeworfen. Weiter über Stojanow nach Osten auf Brestetschko vorgehend wurde ein erster Störübergang bei Szczurowir gebildet. Die deutschen Panzer standen am Abend dieses Tages bereits 20 Kilometer tief auf sowjetischem Gebiet. Dadurch war zwischen der sowjetischen 6. Armee und 5. Armee eine 50 Kilometer breite Frontlücke entstanden, in der die Panzergruppe 1 zügig vorrückte. Die 4 an der Spitze stehenden deutschen Panzerdivisionen verfügten über zusammen 80 Panzer 4, 195 Panzer 3 mit 5 cm Kanone, 89 Panzer 3 mit 3,7 cm Kanone, 179 Panzer 2 und 42 Befehlspanzer. Erst am 28. Juni wurde auch die 9. Panzerdivision mit 20 Panzer 4, 60 Panzer 3 mit 5 cm Kanone, 11 Panzer 3 mit 3,7 cm Kanone, 32 Panzer 2, 8 Panzer 1 und 12 Befehlspanzern in die Schlacht eingeführt. Das Kommando der sowjetischen Südwestfront unter Generaloberst Michail Kirponos hatte sein Hauptquartier von Kiew nach Tarnopol verlegt und organisierte auf Befehl von Georgi Schukow umgehend einen Gegenschlag starker Panzerkräfte gegen den deutschen Einbruchskeil. General Prokajew, der Generalstabschef der Südwestfront, warnte davor, dass die volle Konzentration der mechanisierten Korps mindestens 3 bis 4 Tage dauern würde. Trotzdem beschloss General Kirponos, den Gegenangriff zu führen. 2 Stoßgruppen sollten gleichzeitig gegen die Flanken der Panzergruppe 1 angreifen. Die nördliche Angriffsgruppe sollte das 22., 9. und 19. mechanische Korps umfassen, die südliche Gruppe sollte durch das 4., 8. und 15. mechanische Korps sowie das 37. Schützenkorps gebildet werden. Diese Korps wurden auch aus den benachbarten Abschnitten der 26. und 6. Armee herangezogen und konnten erst nach einem bis zu 200 Kilometer langen Anmarsch immer nur teilweise in die Kämpfe eingeführt werden. Nach einer späteren Zusammenstellung standen beim 8., 9., 15. und 19. mechanisierten Korps der Roten Armee 33 Panzer vom Typ KW-2, 136 KW-1, 48 D-35 und 2415 Panzer der veralteten Typen T-26, D-27,
D-37, D-38 und BT-7 im Einsatz. Westlich von Brody wurde die linke Flanke dieser Gruppierungen durch das 4. mechanisierte Korps mit 892 Panzern, davon 89 KW 1 und 327 D-34 gesichert. Am Morgen des 24. Juni griff die deutsche 14. Panzerdivision gegen Lutsk an, als der Gegenangriff des sowjetischen 15. Mechanisierten Korps unter Generalmajor Karpeso aus dem Raum Brody nach Norden begann. Zum Schutz von Lutsk hatte die sowjetische 1. Panzerabwehrbrigade unter General Muskalenko westlich der Stadt eine starke Abwehrstellung mit 48 Pak 76,2 mm und 72 Flak 85 mm errichtet, die den deutschen Panzern schwere Verluste beibrachte. Die 124. Schützendivision wurde bei Miljatin von der deutschen 75. und 111. Infanteriedivision eingekesselt und bereitete den Ausbruch nach Osten vor. Der Angriff des 15. Mechanischen Korps verpasste die bereits weiter östlich stehende 11. Panzerdivision und traf stattdessen die nachgefolgte 57. Infanteriedivision des Generals Oskar Blüm in der rechten Flanke. Die sowjetischen Truppen trieben den Gegner etwa 5 Kilometer auf die Linie Gorokow-Radekow zurück, gerieten dann aber durch die zu Hilfe eilende 16. Panzerdivision selbst in die Defensive. Im Norden scheiterte der gleichzeitige Angriff des sowjetischen 22. Mechanisierten Korps, das jetzt unter der Führung von Generalmajor Demerow stand. Die Überreste der sowjetischen 19. und 41. Panzerdivision wurden zusammen mit Muskalenkos Panzerabwehrbrigade von der deutschen 13. Panzerdivision in den Raum nördlich von Lutsk abgedrängt. Im Norden zwischen Ljubomel und dem Pripyat der Sümpfen verteidigte sich währenddessen das 15. Schützenkorps von General Fedjunin Schir noch erfolgreich gegen das auf Kowel vorgedrungene deutsche 17. Armeekorps. Am 25. Juni 1941 konnte das 47. Armeekorps mit der 11. Panzerdivision die Stadt Dubno besetzen. Neue starke sowjetische Gegenangriffe wurden aus der Linie Busk und Brody durch die 8. Panzerdivision mit dem 4. Mechanisierten Korps unter General Lasso und dem 15. Mechanisierten Korps von General Karpese vom Süden her gegen die linke Flanke der 6. Armee und dessen 44. Armeekorps vorgetragen. Der von Norden her aus dem Raum Rono gleichzeitig nach Süden angesetzte Gegenangriff des sowjetischen 9. Mechanisierten Korps unter General Rokossoschi konnte den Durchbruch der 11. Panzerdivision ebenfalls nicht mehr verhindern, traf aber auf die nördliche durchgebrochene 13. Panzerdivision und die hier aufschließende motorisierte 25. Infanteriedivision. Das deutsche 3. Armeekorps stand mit der 13. Panzerdivision vor Murawica und mit der 14. Panzerdivision vor Teremno, als es bei Dortschün durch die 24. mechanisierte Brigade der 20. Panzerdivision von Oberst Katukow in der Flanke angegriffen wurde. Um Schukows Befehl zu erfüllen, hatte Rokossoschi energisch angegriffen, wechselte aber schnell in die Verteidigung, als zu hohe Verluste eintraten. Generalmajor Feklenko ließ das 19. mechanisierte Korps östlich von Dubno gleichzeitig gegen die 11. Panzerdivision angreifen. Feklenkos Korps verfügte über 200 Panzer, davon aber lediglich über 2 KW 1 und 2 T-34, der Rest waren nur leichtere T-26 oder T-37. Die deutsche 6. Armee stand mit beiden Flügeln in schweren Abwehrkämpfen. Der Gegner wirkte gleichzeitig gegen die Flanke und im Rücken. Die deutsche Luftflotte fiel unter General Alexander Löhr, hatte aber die völlige Luftherrschaft erreicht und konnte den zeitweise abgeschnittenen Verbänden wirksam zu Hilfe kommen. Am 26. Juni früher entschied sich General Carpeso, in der Defensive zu bleiben. Man genehmigte aber dem neu herangekommenen 8. mechanisierten Korps von General Jabyschew gegen die rechte Flanke des deutschen 47. motorisierten Armeekorps zwischen Leschny von Kossen anzugreifen. General Jabyschew begann mit der 12. Panzerdivision und der 34. Panzerdivision den Angriff. Die sich in Dubno haltende 11. Panzerdivision musste in die Rundumverteidigung übergehen. General Jabyschew war zuversichtlich, weil seine Vorhut über eine Kompanie schwerer KW 1 und ein Bataillon T-34 Panzer verfügte. Er warf die Masse seines Korps zum Durchbruch nach Westen, während sein Stellvertreter und Mitglied des Kriegsrats,
Brigadegeneral Popel mit der anderen Gruppe gegen den Rücken der 11. Panzerdivision auf Dubno vorstieß. Die 16. Panzerdivision wurde im Vorgehen auf Kremenets durch die Wucht des 8. mechanisierten Korps getroffen und zurückgeworfen. Gleichzeitig stand die 11. Panzerdivision bei Wilzamosk-Zarnica in heftigen Panzerkämpfen. Die sowjetischen Panzer stießen bis zu 35 Kilometer tief auf Berestitschko vor, operierten dann im Hinterland zersplittert und wurden selbst von nachrückenden deutschen Truppen abgeschnitten. Sie blieben ohne ausreichende Luftunterstützung und Versorgung und wurden bei den folgenden Ausbruchskämpfen schwer dezimiert. General Jabyschews Korps hatte nach eintägigem Kampf fast die Hälfte seiner Panzer verloren, darunter 44 von 48 seiner T-35 Panzer. Derweil waren vom Osten her die sowjetischen Frontreserven zur Verstärkung eingetroffen. Das 31. Schützenkorps von General Lopatin verstärkte das geschwächte 27. Schützenkorps gegen die deutsche 299. und 298. Infanteriedivision am Stürbogen bei Roschischtsche. Zur Verstärkung des schwer bedrängten Igwa-Abschnitts wurde im Raum Werba das 36. Schützenkorps von Generalmajor Süsejew und südlich davon zwischen Solotschewe und Protkamien das 37. Schützenkorps unter Generalmajor Sibin in die Abwehrkämpfe eingeführt. Die Infanteriekorps sollten zeitweilig die Flusslinie Stochut und Stür und die Linie Kremenets, Solotschew halten und den ausbrechenden und zurückgehenden mechanisierten Korps Zeit zur Sammlung für einen neuen Gegenangriff verschaffen. Am Morgen des 28. Juni erzwang die im Raum Dubno vom deutschen 29. Armeekorps freigemachte 11. Panzerdivision den Weitermarsch nach Osten und bedrohte Ostrock. Teile der sowjetischen Kampfgruppe Lukin organisierten aus dem Raum die Verteidigung des Horyn-Abschnittes. Nördlich davon musste das 19. mechanisierte Korps die Stadt Trono dem 3. Armeekorps überlassen. Im Norden musste sich die 87. und 124. Schützendivision gegenüber der deutschen 56. und 62. Infanteriedivision aus dem Raum Kowel hinter den Stockhut zurückziehen. General Kirponos warf am Südabschnitt seine letzte Reserve in den Kampf. Das im Raum Proskurov noch unvollständig versammelte 24. mechanisierte Korps mit seiner 45. und 49. Panzerdivision unter Generalmajor Chistyakow und die 14. Kavalleriedivision von Generalmajor Yudchonkin des 5. Kavalleriekorps sollten den deutschen Durchbruch auf Schepetoke aufhalten. Am südlichen Flügel gegenüber dem sowjetischen 15. mechanisierten Korps gingen nach der Einführung der deutschen 9. Panzerdivision unter Generalleutnant Hubicki die Kleinstädte Busk und Brody verloren, die von Teilen der sowjetischen 212. motorisierten Division gehalten worden waren. In der Nacht vom 29. auf 30. Juni befahl General Popel den Ausbruch. Dieser sollte zum Fluss Igwa über die Brücke bei Staranesowice und dann weiter nach Südost auf Kremenets erfolgen. Die 16. Panzerdivision hatte den Befehl, die bei Dubno stehende Feindgruppe anzugreifen. Dafür wurde die Kampfgruppe Signus gebildet. Auf der rechten Flanke des 8. mechanisierten Korps zogen sich die Einheiten der 140. und 146. Schützendivision und die 14. Kavalleriedivision aus dem Raum Werber-Korzün zurück. Abends um 18 Uhr begann auf breiter Front der deutsche Gegenstoß nach Südosten. Werber wurde genommen. Popels Kolonne wurde von Artillerie der 16. Panzerdivision entdeckt und dezimiert. Nach mehreren misslungenen Ausbruchversuchen der 34. Panzerdivision, die sich westlich von Dubno, zwischen den Dörfern Klistschicha und Tarakanowo zurückgekämpft hatte, entschied Oberst Wasiljew, in südwestlicher Richtung auf Miltschabodi auszubrechen, wobei er fiel. Erst einige Tage später konnten die dezimierten Reste des 8. mechanisierten Korps den Anschluss zu der auf Schitomir zurückgegangenen sowjetischen Front bei Belokorowitschi wiederherstellen. Bis Ende Juni 1941 waren die sowjetischen Truppen wieder in die Defensive gedrängt und ihre Panzerverbände beinahe aufgerieben. Das 22. mechanisierte Korps hatte 90% seiner Panzer, das 8. und 15. mechanisierte Korps 85-90%, das 9. und 19. mechanisierte Korps jeweils 70% und das 4. mechanisierte Korps 60% seiner Panzer verloren. Das 9., 19. und 22. mechanisierte Korps verfügte durch schwere Verluste nur noch über 66. 35 bzw. 33 Panzer. Das Oberkommando der Wehrmacht führte der bedrängten 6. Armee während der Kämpfe zusätzlich 7 Divisionen,
das 51. und 34. Armeekorps aus der Frontreserve als Verstärkung zu. General Potapov, der Befehlshaber der 5. Armee, hielt die deutschen Truppen noch weiter durch Gegenstöße auf, um eigene Kräfte vor der drohenden Einkesselung zu retten und die Verteidigung Kiews vorzubereiten. Der deutsche Erfolg über die starken sowjetischen Panzerverbände ermöglichte die zügige Verfolgung in Richtung auf Schitomir und Korosten, wo neue sowjetische Gegenangriffe den Vormarsch neuerlich erschwerten. Die Schlacht um Kiew konnte erst Mitte August eingeleitet werden.